Am 16. März 1994 ging ATV erstmals auf Sendung. Und schon damals waren mindestens genauso viele Freunde des Lokalfernsehens im Studio dabei wie bei der 20-Jahr-Feier im Foyer des Medienzentrums. Denn die Heimat im Fernsehen ist für alle hochspannend. 18 Uhr ist für mich ein fester Einschaltpunkt, wo ich dann auch die Nachrichten sehe und wo ich dann auch den Überblick habe. Eine halbe Stunde täglich mindestens. Warum beteiligt sich die Kirche gerne am Unternehmen ATV? Weil Kirche eine Botschaft hat und zu den Menschen damit geht und die Medien tun das Gleiche und wir sind dabei, denn es sind immer die gleichen Menschen. 20 Jahre ATV, sind Sie stolz? Ja, unglaublich. Das war eine tolle Zeit. Ich denke, für alle, die mitgemacht haben bei ATV, von den Gründungsgeschäftsführern, allen Mitarbeitern, die in den letzten 20 Jahren mit dabei waren. Und vor allem haben wir ja ein neues Studio bei ATV und es wird sich vieles ändern ab kommenden Montag. Also ich bin saustolz. Felix Kovac blickte zurück auf die Anfänge des Regionalfernsehens in Augsburg. Sehr zur Freude der anwesenden Moderatoren der ersten Stunde. Und auch in Zukunft hat ATV viel vor. Neben neuem Look und Studio gibt es auch eine neue Sendung im Wittelsbacher Land. Es gibt ja ein Vorbild. Also zwischen Donau und Ries ist eine Sendung, die wir seit einem Jahr machen, mit unglaublichem Erfolg. Die Reichweiten in Nordschwaben haben sich innerhalb von nur einem Jahr verdoppelt. Einen exklusiven Blick auf das neue Studio durften die Gäste natürlich auch noch werfen. Nach tagelangem Umbau ist hier nichts mehr, wie es vorher war. Die Technik wurde auf Vordermann gebracht und für alle Sendungen gibt es neue Kulissen. Also ich finde es sehr, sehr gelungen. Das Ambiente, das macht richtig Spaß, hier zu sein. Schöne, frische Farben und ich glaube auch gute Handwerkskunst. Herr Menacher, 20 Jahre ATV, was wünschen Sie uns für die Zukunft? Natürlich ganz viele Zuschauer, denn es ist wichtig, dass man über das Lokale und Regionale informiert ist. Das ist das Leben, das wir direkt leben und von daher bin ich ganz sicher, dass die Zuschauer noch mehr werden. Ab Montag, den 17. November, 18 Uhr, gibt es das völlig neue ATV. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.